Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute stellen wir euch die unterschiedlichen Switche von Ubiquiti vor. Die Unify Switch Serie sind leistungsstarke Switches mit enormem Durchsatzpotenzial und umfangreichem Sicherheitsmanagement. Die Switche unterscheiden sich in vielen Punkten. 8-Port, 16-Port, 24-Port oder 48-Port. Passives PoE, PoE oder PoE Plus. Unterschiedlichen Bauformen vom einfachen Desktop-Switch bis hin zum klassischen 19-Zoll-Switch. Insgesamt gibt es 5 unterschiedliche Kategorien. Die Flex-Serie, die Light-Serie, die Standard-Serie, die Pro-Serie und die Enterprise-Switches. Diese Kategorien schauen wir uns nun genauer an, damit ihr herausfinden könnt, welches Modell für euren Anwendungsfall am besten geeignet ist. Beginnen wir mit der Flex-Serie. Die Unify Flex-Serie umfasst 3 Switches, den USW Flex XG, den USW Flex und den USW Flex Mini. Der günstigste Switch der Flex-Serie kostet aktuell nur etwas über 30 Euro. Der USW Flex hat ein wetterfestes Gehäuse und bietet vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. Der Switch verfügt über 5 Gigabit Ports für den Anschluss von Geräten. Der Switch wird über den ersten Port mit PoE mit Strom versorgt. Die Ports 2 und 5 stellen PoE Out mit 802.3 AF bereit. Ein genauerer Blick auf die Spezifikation des Unify Switch Flex zeigt, dass dieser für die Installation im Freien und für den Anschluss von Endgeräten wie Überwachungskameras konzipiert ist. Hierbei muss die richtige Wahl der Stromversorgung getroffen werden. Wie ihr diesen Unify Controller konfiguriert, zeigen wir euch in dem hier verlinkten Blogbeitrag. Die Unify Lite Serie umfasst nur 2 Switche, den Switch Lite 8 PoE und den Switch Lite 16 PoE. Wie der Name bereits sagt, unterscheiden sich diese Switche nur in der Anzahl der Ports. Auch die Lite-Serie ist nicht für den Einbau im Rack geeignet. Sie kann an Wänden montiert oder auf Schreibtischen platziert werden. Beide Modelle unterstützen den Layer 2 Spezifikationssatz und verfügen über konfigurierbare Ports. Darüber hinaus verfügen alle Gigabit Ethernet Ports über eine Datenrate von 1 Gigabit und die Hälfte der Ports unterstützt PoE Stromversorgung nach dem 802.3 AT PoE Standard. Dieser Standard ermöglicht es, den meisten Ubiquiti Access Points mit Strom versorgt zu werden. Die Unify Switch Standardserie ist für einfache Netzwerke konzipiert, in denen keine Layer 3 Funktionen erforderlich sind. Die Serie umfasst 6 unterschiedliche Switche und eignet sich für den Einbau im Rack. Je nach den Anforderungen verfügen die Standard-Switche über verschiedene Anzahl von Ports, 16, 24 oder 48 Ports und sind mit oder ohne PoE ausgestattet. Alle Switche verfügen über ein Smart-Display, welches den aktuellen Throughput anzeigt, Auskünfte über Firmware-Versionen gibt, sowie die IP-Adresse und MAC-Adressen und die einzelnen Portauslastungen anzeigt. Zu der Standardserie gehören auch der Unify Switch Aggregation Layer 2 SFP Plus Switch mit 8 10G SFP Plus Ports, der speziell für Installation entwickelt wurde, bei denen es auf höchste Bandbreite und Zuverlässigkeit ankommt. Der Unify Switch Aggregation unterstützt Hochgeschwindigkeits-Link-Aggregationen für mehr Datenverkehr und Serviceverfügbarkeit. Der Switch bietet einen Durchsatz von 160 Gigabits. Die Unify Switch Pro Serie verfügt über Layer 2 und Layer 3 Switch Funktionalitäten sowie über 10 Gigabit SFP Plus Ports. Im Vergleich zur ersten Generation verfügt die zweite Generation der Switche über ein modernes Kühlsystem, welches auch bei höchster Belastung viel leiser ist. Die Unify Switch Pro Serie mit PoE-Unterstützung bietet abhängig vom Modell 802.3 BT PoE für bis zu 8 Geräte und 802.3 AF AT für die restlichen PoE Ports. So kann der USW Pro 48 PoE insgesamt 600 Watt über alle Ports verteilen, während der USW Pro 24 PoE auf 400 Watt begrenzt ist. Hierzu zählt auch der USW Pro Aggregation. Dieser hat 28 x 10 Gigabit SFP Plus Ports und 4 x 25 Gigabit SFP28 Ports. Mit einer breiten Palette von Layer 3 Funktionen ermöglichen die Switche eine Feinabstimmung von Netzwerkalgorithmen mit Traffic Routing zwischen VLANs, statischen Routen und DHCP Servern. Zwei 10 Gigabit SFP Plus Ports können kombiniert werden, um den Durchsatz und die Fehlertoleranz zu erhöhen. Die Unify Smart Power RPS Stromredundanz hilft, potenzielle Stromausfälle zu vermeiden und das Kühlsystem ist nahezu geräuschlos. Wie bei Unify Switches üblich, können alle Konfigurationen und Einstellungen über den Unify Controller oder über die mobile App vorgenommen werden. Die integrierten Displays der Switche zeigen einen QR-Code. Wenn dieser von der Unify App gelesen wird, wird mit Hilfe von Augmented Reality gezeigt, welche Ports mit welchen Geräten verbunden sind. Die Unify Switch Enterprise Serie ist ideal für anspruchsvolle Implementierungen. Diese Switche sind für die Bewältigung großer Datenmengen ausgelegt. Man könnte also sagen, dass es sich hierbei um die verbesserte Pro-Serie handelt, mit zusätzlichen 2,5 Gigabit Ports und SFP Plus Ports. Die RJ45 Ports und SFP Plus Steckplätze sind für einfaches Umstecken günstig angeordnet.
Die Unify Switch Enterprise Gehäuse sind in erster Linie für die Montage in Standard 19 Zoll Racks ausgelegt. Diese Serie eignet sich ideal für Großunternehmensnetzwerke wie Bürogebäude, Einzelhandels- und Verwaltungszentren, Gesundheitseinrichtungen und Universitäten. Leider haben wir diese Switch momentan nicht lange verfügbar, sonst hätten wir euch den hier heute auch gezeigt. Die Unify-Switche sind sehr vielfältig und es gibt für jeden Anwendungsfall ein geeignetes Modell, da die Switche hochgradig skalierbar und konfigurierbar sind. Wir verlinken euch eine Tabelle mit dem Vergleich der wichtigsten Merkmale und in der Infobox. Alle heute gezeigten Switche findet ihr bei uns im Shop. Auch die Links findet ihr in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht ein Like dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.